Moin moin Freunde und willkommen bei einem neuen Video. Ich werde jetzt 282 Sets spielen und dann euch zeigen, was ich da rausgekriegt habe. Yay, gerade eben Federschreiten auf M1 umgesprungen. So will ich das sehen. Warum nicht bei den anderen Skills? Da wir noch zwei magische Steine haben, möchte ich die noch nutzen, indem wir zwei Versuche auf die Zodiac-Dolche knallen. Wir kaufen uns jetzt erstmal die Mondsteine, kaufen uns noch fix die Zodiac-Schatullen hier raus. Mal schauen, was es für Pakete gibt. 200er Pakete für 1,60 nur. Das ist natürlich sehr günstig. Dann nehmen wir direkt mal welche raus hier. Perfekt. Und dann versuchen wir zweimal die Zodiac-Dolche auf plus 9. Wäre wild, wenn das Ganze jetzt funktionieren würde. Versuch Nummer 1 hat fehlgeschlagen. Schade. Versuch Nummer 2 hat auch fehlgeschlagen. Schade. Auf unserem Kriegskeiler brauchen wir noch ein Money oder ein Manu-Projektion. Da kaufen wir uns jetzt einfach mal hier 5 goldene. 2 haben wir noch am Start und dann mal schauen, ob wir da ein Manu oder ein Money rausziehen. Denn da kommen halt wirklich oft welche raus. Das sind eigentlich, glaube ich, sogar die ersten, die wir jetzt öffnen generell. Aber mal schauen, was wir rauskriegen. Erste Truhe, Windschuhe. Gott, davon haben wir unendlich. Zweite Truhe, Core Mythisch. Da kann Legi-Stein sogar rauskommen. Ein magischer Stein sogar wieder. Sehr schön, das ist top. Core Mythisch schon wieder, okay. Ein Money, perfekt, genau das wollten wir, also haben die Truhen sich jetzt schon gelohnt. Weiter geht's mit Bücherdruckkonter. Und als letztes nochmal ein Gegenstand verzaubern B, den ziehen wir direkt auf unseren Schlangenbogen, würde ich, Zodiakbogen, würde ich sagen. Und dann kriegen wir 10 FKs, okay, das ist Schmutz. Dann haben wir nochmal einen magischen Stein, bedeutet, wir können auch einmal die Zodiak-Dolche haben. Komm, die 8 Truhen lassen wir zu, die werde ich nämlich verkaufen. Ich kaufe nämlich gleich für die 27 Won, die ich habe, nochmal ein paar Silbernocke auf dem Markt. Mal gucken aber, was wir von den Core hier kriegen. Wir kriegen einen legendären Saphir und einen antiken Jade, bedeutet, das Won, was wir gerade so gesehen ausgegeben haben, haben wir einfach komplett wieder drin, haben magischen Stein gekriegt und noch ein Money, also hätte besser gefühlt nicht laufen können. Den Money projizieren wir natürlich später dann auf einen Kriegskeiler drauf. So, ich habe wieder alles gekauft für den Try auf plus 9. Hat ja nicht viel gekostet, Gott sei Dank. Den magischen Stein wollen wir dann natürlich auch noch verschwenden. 3, 2, 1 und auf fehlgeschlagen. Irgendwann kriegen wir die Dinge auf 9. Ich habe es mir gerade ein bisschen umüberlegt und zwar die 24 Won investieren wir in Smaragdohrringe plus 8 hier für 14 Won, denn hier sind schon welche mit 20 Teufel und 6 Siebten drin. Deswegen nehmen wir die raus, die kleinen Segnungen donnen wir mal hier drauf. Mal gucken, ob eine davon klappt. Leider Gottes nicht. Was wir aber machen müssen, ist noch einige Truhen hier aufmachen, weil ja gut, die Truhen, die habe ich ein bisschen verkackt, weil ich habe was ganz anderes gedacht, wie es funktioniert. Hat aber nicht so funktioniert, deswegen müssen wir die hier noch aufmachen. Ich glaube, hier kamen ja auch kleine Segnungen raus, wenn ich mich nicht irre, wenn nicht, dann ist halt so. Und ja, wir gucken auf jeden Fall mal weiter, wie es dann so läuft. Und bis jetzt sieht es so aus, als ob da keiner rauskam. Also, ja, das haben wir wohl ein bisschen verkackt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und wenn da übrigens die Tickets eigentlich rauskommen, kriegen wir gar nichts. Bedeutet, wir öffnen so lange die Truhen, bis was Gescheites rauskommt. Das ist eigentlich gar nicht mal so übel. Bedeutet, die Truhen haben jetzt noch mehr Sinn als vorher eigentlich. Und die ganzen FBs, Geschwindigkeitstränke und so weiter können wir hier gut mitnehmen. Also war das doch ganz gut, dass wir die Dinger behalten haben. Ich bin gerade irgendwie glücklich auf mich. Und die ganzen Segis und so weiter können wir auch gebrauchen. Die ganzen FBs müssen wir uns gleich auch mal angucken, weil da kommen echt viele raus. Aus circa 1400 Meisterschaftszonen haben wir nun knapp 220 Segis gekriegt, 324 Geschwindigkeitstränke und nochmal 306 Trank des Angriffs. Ist halt voll und ganz okay. Die Segis können wir bestimmt irgendwann mal verwenden. Und natürlich, was noch praktisch ist, wir haben ganz viele Fernkampf-Ninja-FBs jetzt gekriegt. Das heißt, wir können ein paar in den verwunschenen Wald mitnehmen. Und ebenfalls habe ich schon einige Bücher verkauft hier, die wir reingestellt haben, die wir sonst rausgekriegt haben. Ich glaube, 4 Aura-FBs oder 5 Aura-FBs waren es auch. Ein bisschen Young haben wir schon eingenommen, ein paar FBs sind schon weggegangen. Also bin ich ganz zufrieden mit der Ausbeute und es war ganz gut, dass wir, wie gesagt, die Truhen weggelegt haben, weil die ganzen Jubeltickets jetzt nicht rauskamen und wir komplett alles dann gekriegt haben. Ach ja, und by the way, das Event geht ja noch 2 Tage, also ein Tag läuft das Event jetzt noch. Ich werde jetzt erstmal trotzdem noch die Sets sammeln und am letzten Tag dann die Sets spielen. Bis dahin haben wir dann auf jeden Fall alle gespielt, weil dann kann ich keine mehr nachfahren. Ein Tag ist ja eh Freilauf, da kann man keine Sets mehr spielen, beziehungsweise mehr kriegen, nicht mehr spielen, Entschuldigung. Man kann keine Sets mehr kriegen und einen Tag kann man die Sets dann noch spielen und dann werden wir die Sets halt spielen. Und dann werde ich euch genau zeigen, wie viel ich gekriegt habe, wie viel ich dann halt je nachdem geöffnet habe. Aber dazu dann später mehr, also sorry für am
am Anfang, was ich gesagt hatte im Video. Ganze Zeit habe ich so eine Rüstung gesucht und jetzt ist eine auf dem Markt. Das ist halt wieder so typisch. Aber generell gibt es keine guten Windrüstungen auf dem Markt. Wäre nämlich ärgerlich, weil ich sonst echt viele Switcher verschwendet habe für so eine dämliche Windrüstung. Aber das Ganze wollte ich einfach nur erwähnen, dass es jetzt einen blauen Drachenanzug gibt. Ich den jetzt kaufen könnte, aber es einfach nicht mache, weil ich mit der Rüstung halt wirklich komplett gut leveln kann. Es sind halt einfach nur 60 Def mehr, ein bisschen Magie mehr. Und das lohnt sich halt einfach nicht, das jetzt hier aufzuwerten. So habe ich es am liebsten. Ich habe wieder Okay-Ton gekauft und zwar haben wir jetzt 13 10er Packs hier im Shop drin und nochmal 8 goldene, weil wir haben welche für 50 Kaka gekriegt. Die haben wir auch gekauft und haben wir für 60 Kaka pro reingestellt. Und somit ist der Shop auch wieder hackepacke voll mit den ganzen FBs und so weiter und so fort. Was halt wirklich mal gemacht werden muss, ist das Blumensamen-Event über Blumenkinder-Event überarbeitet werden. Ich habe mittlerweile 6606 Stück hier im Bar, habe ich schon durchklickt, wie ihr seht. Und das sind halt wirklich eine Sekunde pro Klick. Also das dauert halt wirklich eine halbe Ewigkeit. Ich finde, man sollte 100 Stück direkt eintauschen können, mindestens oder alle auf einmal. Das wäre natürlich optimal. Das gleiche Spiel, finde ich, sollten bei den Events gemacht werden, dass man mindestens 5 Sets, maximal 5 Sets auf einmal spielen kann. Also, dass man nicht nur eins spielt, sondern direkt 5 oder 10 Stück. Das wäre halt mega, mega geil. Dann würde das sogar noch mehr Spaß machen, als es jetzt schon macht. Also, das wäre so ein kleiner Verbesserungsvorschlag, den ich hier gerne noch haben würde. Aber wie gesagt, ja, das mit dem Blumenkinder-Event ist halt wirklich kacke, weil ein Klick ist halt nicht wirklich ein Klick und zählt direkt hier runter, sondern man muss halt zwischen jedem Klick eine Sekunde warten, bis man das nächste machen kann und das dauert halt viel, viel, viel zu lange. Ich gehe jetzt noch kurz den Orkzen abgeben, weil wenn ich schon mal runter von der Map bin, kann ich das schon mal machen, weil 3 Stück haben einfach bei mir schon fehlgeschlagen. Finde ich halt schon heftig. Wir haben jetzt insgesamt 7 Stück noch vor uns. Also insgesamt haben wir erst 6 Tries gemacht, weil ich halt die ganze Zeit irgendwo auf Level Maps war und dann halt wirklich kaum runter von den Maps gehe. Ich bleibe halt wirklich dann 24/7 auf der Map, solange bis ich halt mein Levelziel erreicht habe. Deswegen dauert das mit der Orkzen Bio ein wenig. Leider ein bisschen ärgerlich, weil jetzt die Tombola vor der Tür steht, aber DM habe ich eh genug. Das wird nicht das Problem sein. Ansonsten, ja, wir gehen dann wieder in den verwunschenen Wald und werden dann gleich weiter leveln. Was ich aber ebenfalls noch erwähnen möchte, den Rasador hier werden wir nur auf Level 80 ziehen. Ich werde jetzt nochmal kurz auf die Handelsmap gehen und für 35k ein paar Waffen kaufen. Und wenn der auf 81 ist, werde ich da noch Mob Bersi Drill reinhauen, damit es einfach nur ein Damage Pad wird. Mehr werde ich damit nicht machen, deswegen werde ich ihn hier auf 115, dann kann es auch sterben wieder, damit ich halt einfach erstmal ein Damage Pad habe. Späteren Verlauf werden wir uns dann natürlich auch noch Laster gönnen oder sonstiges, aber das hat natürlich noch ordentlich viel Zeit. Fürs Erste möchte ich halt erstmal ein gutes Pad haben, was halt für den Anfang definitiv ausreicht. Und das ist das Ziel mit dem Rasador hier. Da es dann doch recht viele Leute gibt, die nicht wissen, wie man in den verwunschenen Wald kommt, wollte ich das einfach mal hier kurz demonstrieren. Und zwar geht ihr einfach auf den Teleportationsring, den ihr am besten aus einer Rasador-Truhe kriegt. Geht in den Tempel der Ohao, dort könnt ihr mit Level 95 euch hinporten. Geht einfach zu diesem NPC hier und dann könnt ihr den Tempel betreten. Wenn ihr in dem Tempel seid, geht ihr einfach jeden Weg nach rechts und dann gelangt ihr in eine Sackgasse. Ich gehe jetzt einfach mal ganz fix dahin und dann zeige ich euch, wie gesagt, ihr folgt einfach den Weg und geht jede Rechtskurve, die möglich ist, nach rechts und am Ende kommt ihr in eine Sackgasse rein und da sehen wir uns dann gleich wieder. Und was ein Glück, direkt in dieser Sackgasse ist auch der Baum. So will ich das nämlich auch sehen hier. Rufe ich kurz meine Pets, stelle mich hier in die Ecke und hau den Baum kurz runter. Wenn man den Baum dann runtergehauen hat, spawnt ein Portal. Ich habe vergessen, meine Alt hier aufzuladen. Egal. Dann spawnt ein Portal und damit könnt ihr dann den verwunschenen Wald betreten. Ich meine jetzt gerade auch nicht wirklich viel Damage an dem, aber das sollte eigentlich reichen. Nicht sterben, das wäre peinlich. Und ja, jetzt spawnt das Portal. Ich habe einen Seelenstein gedroppt, lol. Und dann könnt ihr darauf klicken. Und wenn ihr darauf klickt, dann steht der verwunschene Wald betreten. Und zack, dann seid ihr im verwunschenen Wald. Mehr ist das Ganze auch gar nicht. Und ich werde jetzt auch noch den Char einfach hier Autojagd hinstellen. Die 2 Level noch machen auf 105. Und dann ist, ja, dann haben wir das Ganze hier auch geschafft fürs Erste. Dann können wir die Zodiac-Dolche anziehen. Junghellenwaffe sind dann auch bald weg. Insgesamt haben wir noch 6 Tage Zeit jetzt für 2 Level, beziehungsweise fast 7. Das sollte kein Problem für uns sein. Und an dieser Stelle war es das dann auch mit dem Video. Falls ihr auch auf Tigers spielen wollt und mit mir gemeinsam in der Gilde sein wollt hier, schreibt mich gerne auf Discord an. Ich gebe euch dann die Codes und lade euch auch gerne euch in die Gilde ein. Und dann passt das. Ansonsten, ja, wie gesagt, war es das mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ich Level 105 bin. Also haut da rein, euer Simply. Ciao, Freunde.